Hey Kinders! Was macht ihr hier? Hallo Team. Okay Leute, ich bin bereit, Easy zu hustlen. Hey! Easy, let's go big guys, fast. Ramp looks good, Orange. Oh nein, wo geht Orange hin? Ah, sie laufen ganz woanders lang. Oh. Geht jetzt echt auf A! Guckt es euch an, die beiden, die ich angefragt habe, haben überlebt. Es sind vertrottelte Fischköpfe. Warum spiele ich wieder mit Behinderten? Was soll das? Aus einem lockeren 1-0 für uns geht jetzt wahrscheinlich ein 3-0 für die Gegner hervor. Einfach nur, weil sie behindert sind. Hinter mir war kein Mate. Es ist immerhin LE. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass man nicht mit komplett Zurückgebliebenen spielt. Aber es ist leider so. Also Jungs, was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr im Rollstuhl irgendwie den Berg runterrollen oder was? Das gebinkt. Blau kommt hoffentlich noch mit der Bombe nach. Oh mein Gott. BBB, Guys. Okay, Blau kommt nicht mit der Bombe nach. Ich kotze echt, Leute. Ich weiß nicht. Es fühlt sich wirklich 1:1 wie ein Silverplay an. Komplett. Oh! Oh! Hallo, ich wollte gerade da hochspringen. Nicht mit mir. Jetzt, wo ich ein Leben mehr habe, können wir das vielleicht reißen. Oh, auf einmal callt da was. Aha. Jetzt kann Orange auf einmal sprechen, nachdem dieses Stück unsere erste Runde versaut hat. Planted for egg. Hamid hat, ne? He saw me. Okay. Einer hat low HP. Den habe ich jetzt schön geholt, den Lurch. Der andere ist halt voll. Oh mein Gott, behind. Radio. Na also, es geht doch. Es kann anlaufen. Es kann anlaufen. Jetzt haben wir etwas mehr Chancen. Ich hoffe, der eine, der gegangen ist, war eben Grasdackel und konnte nichts. Ach, ihr habt geforst, Jungs. Aha. Hm. Oh, haben wir einen A-Go vor oder was? Okay. Main one. Oh nein! Bot, 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 ich brauch dich. Danke. Ich bleib jetzt mal hier hinten stehen. Wie immer Bot-Kills, was soll's. Okay, der hat keine Chance, da runter zu kommen. Bot, warte hier. Ich nehme mir die gleich. Er sagt nein. Ah, oh, eine AWP. Nice. Ich brauch eine Wumme. Mal gucken, wie dieser Scoff gespielt. Er meint nämlich, er wäre echt ein harter Hund. Er wartet ab, bis der Bombenplanter stirbt. An sich ja schon mal ein guter Plan, ne? Aber was macht er jetzt? Lässt sich einfach wissen, alles klar. Die forcen schon wieder auf Null runter. Warum kauft sich oder warum priorisiert der Bot einen Negev? Was denkt sich der Bot dabei? Ich weiß das nicht. Bip, 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 bip. Schon wieder habe ich Kills mit dem Bot gemacht und habe keine Waffe jetzt. Verdammte Scheiße. Aber man spielt jetzt auch echt ganz anders mit dem Bot. Man denkt sich, ich gehe mit meinem Main rein und leg einen, frag vielleicht noch einen an. Dann, wenn ich tot bin, kann ich direkt wieder reingehen mit dem Bot. Also man spielt komplett unvorsichtig irgendwie. Okay, incoming. Vogelnest ist er. Night. Boom. Easy. Kobe. Leute, jetzt könnt ihr schön voll kaufen. Jetzt haben wir Cash. Hada Kish Pada. Hat der mal meinen Kill gesteelt, der Sack. Hier ist noch einer, der gehört mir. Scout-Zeit, Leute. Wir haben doch E-Bot. Die Schulbank drückt nicht die Fitnessübung. Jetzt kommt er von da. Ist doch ein Scherz, oder? Jetzt habe ich eine Pump. Hervorragend. Jetzt passt mal auf, ich mit der Pump wieder mehr Kills mache wie mit der AWP, weil ich ja gerade den Bot spiele. Wenn du den Bot spielst, bist du automatisch 3 bis 4 Skillgruppen höher als sonst. Go, go, go. Ich komme schon. Du kleine Ho. Oh, das gibt's doch gar nicht, dass ich damit wirklich was getroffen habe. Guckt's euch an. Mit dem Bot schön 6 Kills gemacht, aber ich... 4. Der Andrew ist der einzig richtig Gute, den wir haben. Also jetzt so von der Logik her, vom Playstyle und so weiter. Und guckt euch an, wir sind die Letzten. Ich weiß, dass man auf Gold oder Silber ganz anders spielt, als hier weiter oben. Also da spielt man komplett durcheinander. Es gibt nicht so die richtigen Plays. Da ist einfach, ja, ein Durcheinander und ich weiß, sowas ist schwer zu readen. Aber hier auf LE ist doch sowas nicht mehr so stark, oder doch? Da sagt doch was. Warum sagt er das jetzt erst? Bis ich da bin, ist doch schon der Käse gegessen. So. Ja, geiler Scheiß. Der eine wurde gekillt, hat den Bot genommen, wurde nochmal gekillt. Und dann sagt er in Stores. Da ist doch genug Zeit dazwischen, das schon etwas vorher zu sagen. Wir forcen hart in die zweite Reihe und ich stelle mich halt jetzt close. Und gehe wieder darauf, dass ich den Bot wohl nehmen werde. Also ich versuche jetzt direkt flächendeckend... Ah, ich habe einen Diffuse gekauft. Und das ist leider nichts geworden. Guckt euch mal an, wie die jetzt spielen. Unsere ersten beiden Boys. Was die für Begegnungen haben. Weißt du, die Gegner schauen sich hier nicht um, sondern hocken sich einfach vor sie und fangen an zu planten. Das ist echt krass. Und ich meine, das sind jetzt nicht gerade Aim-Könige, ne? Hier, die Jungs, oder? Oh, Bomb down. In front of Secret. Geil, wir haben die Bombe. Jungs, es ist ein Wunder geschehen. Tja, und dann haben sich einfach alle in den Tod gestürzt von uns. Ich werde mich jetzt mal outside stellen und gucken, ob da was geht. Aber scheinbar wollen die ja nicht so. What the fuck? Leute, Ram?
Ich glaube, die raffen gar nichts, ne? Ich bin der Einzige, der irgendwas sagt, weil wie er sich verschiebt oder sowas. Die anderen machen immer nur, oh fuck, oh shit, oh no. Los, Leute, lasst uns zusammen auf Ding gehen, Ramparino. Egal, was man sagt, egal wie viele Ja sagen auch, es ist dann wieder anders. Das ist den Scheißegal. Gehen wir alle Ramp? Ja, ja. Keiner da. Oh mein Gott, ich bin der Letzte. Wir hatten eben die Bombe noch, ne? Es war gerade eben 5 gegen 4, wir hatten die Bombe. Ich weiß nicht. Weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Sobald meine Boys die Bombe sehen, zücken sie das Knife und laufen rückwärts auf die Gegner mit runtergelassener Hose. Einfach so. I don't rap this shit. RUP, Fuzzy. Oh. Da fällt mir ein, heute ist Livestream ab 18 Uhr. Kommt dran, denkt dran, es gibt noch ein Handschuh-Giveaway. Seid schön am Stissel. Ja? Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Nicht vergessen, tätowiert ihr euch hinter die Augäpfel. Wenn wir ein ruhiges Spiel einführen könnten, dass wir wirklich, wie die CTs eben auch machen, warten würden, bis die Tees kommen, wäre das echt kein Problem. Aber irgendwie kriegen sie jedes Mal, wenn wir die Bombe haben, was ja schon mal sehr geil ist, einen Anflug von Übermut und rennen einfach durch zu den Tees. Und sterben fast bei denen im T-Spawn. Ramp, ramp, ramp. Okay, sehr gut. Einer ist wahrscheinlich auf B runter. Who's coming, ramp? Da war einer. Sehr gut. Das ist zwar langweilig, so an sich, ne? Deswegen schneide ich ja auch so unglaublich viel. Also hier speziell bei City war nichts passiert, aber so gewinnt man halt, ne? Das ist die Spielweise, die man als City drauf haben sollte. Also dieses standardmäßige Abdecken und so weiter. Easy weggesprayed, Alter, easy! Ich habe mit dem dort nicht gerechnet. Scheiße, wo kam der her? Ist der irgendwie outside durchgekommen? Nee, der war doch orange gestanden. Dann ist er bei mir durchgelaufen. Alter Bot, ich hasse dich. Cover this area und der Bot, ah, no. Nein, schon wieder! Ah, no! Der Bot ist echt ein Lurch. Nice, bomb down, T-spawn. Just wait. Jungs, bitte, guck mal, er rennt vor und holt sich echt... Wartet doch, wir waren 4 gegen 2! Mann! Das ist der Hammer. Alle weg. Das ist doch nicht wahr, oder? So, Ben. Ace. Geil, Mann. Oh, jetzt spiel. Oh, jetzt, die wissen, wo ich bin. Die wissen, woher ich komme. Ich bin gefickt. Und Tipp Nummer 40 Millionen, hört niemals bei sowas auf eure Mates. Folgt ihnen nicht so, wie ich eben gefolgt bin. Dann verliert ihr fast zu 90%, weil ihr auf euren eigenen Playstyle eingespielt seid und nicht auf den Playstyle der anderen. Lasst euch nicht darauf ein. Schaltet ihr einfach stumm, wenn es sein muss, und spielt vor euch hin. Oh, guck mal, was es da gab. Schön. Tja, soweit so gut. Vergesst den Livestream nicht. Wir sind jetzt schon live. Kommt dran. Ihr könnt ja wieder ein random CSGO-Skin gewinnen, und zwar indem ihr mir schreibt, wie viel Euro ihr schon circa in CSGO gesteckt habt. Egal auf welche Art und Weise. Haut rein, macht's gut. Ciao.